Ja, vielleicht schaut man gerade noch mal kurz mit dieser Folie zur Wiederholung. Also bezüglich unseren Berechnungsmodellen haben wir bis jetzt ja, also was die Programmiersprachenmodelle betrifft, die Loop-Programme kennengelernt und die Wahlprogramme. Loop-Programme sind definitiv schwächer als Wahlprogramme und ja, der intuitive Hintergrund ist der, bei den Loop-Programmen kann ich eine Schleife halt eine feste Anzahl Mal durchlaufen lassen und bei den Wahlprogrammen kann das von einer komplexen Bedingung abhängen. Ja? So, Go-To-Programme sind gleich mächtig wie Wahlprogramme, denn die können sich gegenseitig simulieren. Okay, so. Jetzt haben wir uns angeschaut rekursive Funktionenmodelle. Also das ist jetzt praktisch so der mathematische Zugang. Wir schauen uns einfach Klassen von rekursiven Funktionen an. Ja? Und da haben wir uns zuerst angeschaut die primitiv-rekursiven Funktionen, die jetzt eben so eine Struktur haben. Das heißt, so eine Funktion f ist primitiv-rekursiv, wenn die nach diesem Schema aufgebaut ist. Also zum einen hat sie hier so einen Parameter m, das ist ein Zähler, und ein zweiter Parameter n. Und diese Funktion f, die ruft jetzt wiederum eine andere Funktion, also die besteht aus einer Funktion h, die wiederum f rekursiv aufruft und dann das m um 1 runterzählt. Ja? So, und in dem h wird das m auch noch um 1 erniedrigt und die Terminierung hier, also falls m gleich 0 ist, dann wird halt eine Terminierungsfunktion aufgerufen. Ja. So, und man sieht ja schon, das ist so eine, ja, sowas nennt man dann auch lineare Rekursion, weil im Prinzip nur dieser Parameter m runtergezählt wird und jedes Mal noch irgendwas dazu getan wird. Beispiele haben wir hier gesehen. Okay, und dann definiert man die Klasse der primitiv-rekursiven Funktionen. Da haben wir relativ elementare Operationen drin, Successorbildung, Projektion, Komposition und dann eben noch die primitive Rekursion. So, wir haben gezeigt, die primitiv-rekursiven Funktionen, die sind loop-berechenbar. Und zwar mit dieser Konstruktion kann man das zeigen. Und das ist natürlich auch eine relativ simple Geschichte. Wir zählen ja hier diesen m-Parameter runter, bis er 0 ist. So läuft ja diese Rekursion. Ja gut, und weil am Anfang dieser Wert m ja feststeht, kann ich das mit einem Loop-Programm machen, mit m durchläufen von dieser Loop-Schleife. Ja. Okay. So. Gut, ja, und daraus folgt eben dann dieser Satz, dass die primitiv-rekursiven Funktionen, die Menge der primitiv-rekursiven Funktionen ist gleich der Menge der loop-berechenbaren Funktionen. Okay. So, und jetzt schauen wir uns eine mächtigere Klasse rekursiver Funktionen an, nämlich die μ-rekursiven Funktionen. Vielleicht starten wir gleich mal mit einem Beispiel, bevor wir uns die formale Definition anschauen. Wir nehmen eine Funktion f, zweistellige Funktion von natürlichen Zahlen ohne 0 auf die natürlichen Zahlen. Und die Funktion sieht so aus, x minus y Quadrat. Ja? So, und wichtig hier vielleicht, y und x sind hier in einer anderen Reihenfolge als hier. Und wenn wir jetzt mal hergehen und uns da so einen Teil von so einer Wertetabelle anschauen. F von 0,9 ist 9. Also, ist klar, 9 minus 0 macht 9. F von 1,9 ist 8, ist auch klar, 9 minus 1. F von 2,9 macht 9 minus 4, gibt 5. Und F von 3,9
macht 9 minus 9, gibt 0. Ja? Wir sind jetzt hier hergegangen und haben den zweiten Parameter des y hochgezählt von 0 so lang, bis wir den Wert 0 kriegen. Ja? Und der Wert 0, das ist eigentlich das, was uns interessiert. Weil, wenn wir nämlich diese Funktion gleich 0 setzen, dann steht da ja x minus y Quadrat gleich 0, also y Quadrat gleich x. Und die Lösungen von dieser Gleichung sind dann y gleich plus oder minus Wurzel aus x. Ja? So, also letztlich steckt hinter dieser Funktion f, oder die Nullstellen von dieser Funktion f, das sind die Wurzeln. Ja? Also Wurzel aus x. So, und das, ja, und das Berechnen der Wurzel, das können wir eben auch so formulieren, als eine Funktion von x und y und ja, die Wurzeln aus x für ein vorgegebenes x sind eben die Werte, an denen das erste Argument, also hier y, die Werte für y, für die f 0 wird. Ja? So, genau. Ja, und jetzt ist die Frage, ob wir das irgendwie als eine rekursive Funktion darstellen können. Ja? Genau. So, und jetzt gehen wir vielleicht einmal gerade zurück auf die Definition der Mührekursion. Da sehen wir nämlich genau so ein Konstrukt. Ja? Ja, also wir haben eine n plus 1 stellige Funktion f und jetzt wenden wir darauf den μ-Operator an. Also wir haben eine Funktion f von m, x1 bis xn und m ist jetzt wieder so ein Zählerparameter. Ja? Das m entspricht dem ersten Argument y, das, von unserer Funktion f, die wir gerade hatten. Ja? Und an unserem Beispiel war eben dann n gleich 1. So, genau. Und wir suchen ja eine Nullstelle unserer Funktion f. Ja? Das war ja an unserem Beispiel auch so. Ja, ja, und hier haben wir nämlich jetzt das Minimum aller Werte m, für die gilt f von m und den Parametern ist 0. Also wir suchen quasi das kleinste m, für das f 0 wird. Und das war hier ja auch gerade so. Schauen Sie, f von 0, 1, 2, 3. Die Zahl 3 ist das kleinste m, für die f 0 wird. Genau. Also wir suchen die kleinste Zahl m, für die unsere Funktion 0 wird. Und wichtig auch noch, für alle k kleiner m muss f definiert sein. Also wir hätten hier in unserem Beispiel ein Problem gehabt, wenn zum Beispiel f von 1 nicht definiert wäre. Also wenn 1, ja. So, also das erlauben wir hier eben nicht. Also die Funktion f muss definiert sein für alle Werte kleiner als m und für den Wert m wird sie 0. So ist jetzt diese rechte Seite definiert. Ja? Also
Und das nennen wir dann den Mühoperator. Ja? Also der Mühoperator, angewendet auf unsere Funktion f, ist nichts anderes als die kleinste Zahl m, für die f von m 0 wird. Ja. So, und jetzt basierend darauf können wir dann die Menge der mührekursiven Funktionen definieren. Und zwar, ja, also bevor wir es jetzt genau durchlesen, wir nehmen die primitivrekursiven Funktionen und erweitern die jetzt um alle Funktionen, also alle mührekursiven Funktionen oder alle um alle Funktionen, die unter der Anwendung des Müh-Operators abgeschlossen sind. Ja? Also, dann lesen wir es jetzt durch. Die Klasse der mührekursiven Funktionen ist die kleinste Klasse von Funktionen, die alle primitivrekursiven enthält und außerdem unter der Anwendung des Müh-Operators abgeschlossen ist. Ja? Ja. Okay. So, und eben so eine mührekursive Funktion, die haben wir jetzt hier. Warum ist denn diese Funktion nicht mehr primitiv rekursiv? Vielleicht, bevor wir dir die Frage stellen, sollten wir uns nochmal klar machen, μ f von x ist nichts anderes als Wurzel x, und zwar die positive Wurzel aus x, ja? Weil negative Zahlen betrachten wir hier bei dem μ-Operator ja nicht. Ja? Ja, also μ f von x ist die Wurzel aus x. Warum? Dieser μ-Operator, der liefert mir den kleinsten Wert m, also den kleinsten Wert y, den kleinsten Wert des ersten Parameters von f, für den f 0 wird. Und das haben wir hier schön gesehen. Der kleinste Wert ist nämlich genau die Wurzel aus dem zweiten Argument. Also liefert mir die Wurzel zurück, genau. Und dann reden wir erst noch mal kurz über diese Frage. F ist eine partielle Funktion. Warum? F ist keine totale Funktion. Jetzt muss ich natürlich fürs Video noch kurz dazu sagen, das ist kein Bier, ja? Da ist Grüntee drin in dem Krug. Ja? Wenn die ganze Welt dann jetzt die Vorlesung sieht und denkt, jetzt sauft der Bier während der Vorlesung. So, warum ist f partiell? Was heißt denn nochmal partiell? Ist ja auch jetzt ein neuer Begriff. Naja, das ist ganz einfach. Das heißt, f hat Definitionslücken. Es gibt Argumente, für die f keine Lösung berechnet. Für welche Argumente liefert mir das f keine Lösung zurück? Und ich gebe gleich mal noch einen Tipp. Für welche Werte im zweiten Argument x? Beispiel 8 jetzt in dem Beispiel. Genau, so ist es. Ich meine, natürlich hat 8 eine positive Wurzel, aber keine ganzzahlige. Ja, hier sind ja nur natürliche Zahlen erlaubt für y. So, das heißt, f ist tatsächlich, ja, man könnte sagen, sehr partiell, ja, weil für die allermeisten Zahlen x ist
ist F nicht definiert. Ja? Genau. Gut, so, und jetzt habe ich nochmal eine Frage gestellt, die weiß ich jetzt gar nicht mehr. Was wollten wir jetzt noch wissen? Ach ja, warum? Warum ist F nicht primitiv rekursiv? Naja, was wissen wir denn über primitiv rekursiv, falls uns jetzt der Begriff zu kompliziert ist? Ja, wir wissen doch, primitiv rekursiv und loopberechenbar ist das Gleiche. Hier weiß ich am Anfang die Anzahl der Schritte. So ist es. Ich habe ja keine Ahnung, wie viele Durchläufe ich brauche, bis ich da bei der Wurzel angekommen bin, wenn überhaupt. Ja. Kann ja auch sein, dass ich in eine Endlosschleife laufe. Ja. Also wenn das jetzt für 8, wären wir in der Endlosschleife. So ist es. Also sowas geht allenfalls mit einer Weilschleife. Und das ist jetzt natürlich die spannende Frage. Geht es immer mit einer Weilschleife, solche mührekursiven Funktionen zu berechnen? Und die Antwort heißt ja. Denn wir können die Mührekursion, naja gut, ich meine, hier ist ja das, also am Beispiel sieht man ja schon das Prinzip. Ja? Wir lassen dieses erste Argument einfach in der Schleife laufen, weil f ungleich 0. Ja, das ist im Prinzip die Idee. Ja? So. Y. Ja, genau. Also, wir nehmen diese Schleife. Wir rechnen y gleich f von 0, x1 bis xn. Und jetzt dieses y hier ist ja immer der Funktionswert. Ja? Also, solange der Funktionswert ungleich 0 ist, erhöhen wir das x0 um 1 und rechnen f von x0. Das ist genau das Schema, was wir da gesehen haben. Ja? So, ja gut, und wenn ich das natürlich für jede mührekursive Funktion tun kann, das als Weilschleife implementieren, haben wir diesen Satz damit zumindest die eine Richtung gezeigt. Ja? Das heißt, jede mührekursive Funktion lässt sich durch so ein Weilprogramm implementieren. Wie ist es denn umgekehrt? Ja, klar, man kann natürlich auch jede Weilschleife, ja, aber gut, das müsste man sich jetzt auch nochmal genauer anschauen. Aber die Umkehrung, die gilt auch. Ja. Okay, gut, ja, damit kommen wir jetzt so langsam zu den Turing-Maschinen. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, vielleicht nochmal doch nochmal kurz rekapitulieren. Was haben wir denn? Ja, also wir haben jetzt an Programmiermodellen eigentlich alles gesehen, was die klassischen Programmiersprachen so zu bieten haben. Ja? Wir haben unsere Loop-Programme, wir haben unsere While-Programme, Go-To-Programme und Rekursion haben wir auch abgehandelt und wir haben gesehen, dass Rekursion gleichmächtig ist wie While-Programme. Also eigentlich brauchen wir gar keine Rekursion in Programmiersprachen. Ja? Aber naja, ich meine, also die Rekursion macht schon vieles einfacher. Ich meine, es gibt genügend Beispiele von Programmen, rekursiven Programmen, die sich natürlich umwandeln lassen in ein Programm mit Schleifen, aber das wird dann sehr unübersichtlich. Man kann es tun, ja. Okay, so, und jetzt kommen wir zu den Turing-Maschinen als ganz wichtiges Maschinenmodell aus verschiedenen Gründen, die hier aufgelistet sind. Zum einen ist es das älteste Modell, also Maschinenmodell, das den Berechenbarkeitsbegriff formal erfasst. Weil der Alan Turing hat ja damals in den 30er Jahren das Maschinenmodell erfunden, eigentlich nur, um quasi theoretisch zu untersuchen, was lässt sich denn berechnen. Ja?
Ja, genau. Unter anderem zur Lösung des Hilbertschen Programms. Der David Hilbert, der hat im Jahr 1920 das Hilbertsche Programm formuliert. Also insbesondere das Entscheidungsproblem. Ja. Also das Entscheidungsproblem, da geht es eben um den Begriff der Entscheidbarkeit. Das heißt, gibt es für bestimmte Probleme, Berechnungsprobleme, ein Programm, das garantiert immer nach endlicher Zeit dieses Problem löst. Ja? Und wir werden Beispiele des Entscheidungsproblems sehen, unter anderem das Halteproblem, das Halteproblem, wenn man sehen wird, ist eben nicht entscheidbar. So, und klar, ohne das Wissen über Turing-Maschinen kann man sich eigentlich nicht guten Gewissens als Informatiker bezeichnen. Ja. Und ganz wichtig an der Stelle, das Turing-Maschinen-Modell ist extrem einfach, simpel, leicht verständlich und das hat natürlich viele Vorteile. Ja. Im Gegensatz zu rein mathematischen Ansätzen wie Lambda-Kalkül, primitiv-rekursive Funktionen, mu-rekursive Funktionen und solche Sachen, die sind wesentlich komplexer und auch dann wieder schwieriger theoretisch zu analysieren. Und das ist eben der große Vorteil der Turing-Maschine, dass die so einfach ist. Ja. Okay, gut, also dann schauen wir es uns an. Sowas, das kennen Sie ja schon, so formale Definitionen. Die Turing-Maschine ist wie unsere Automaten und auch Grammatikmodelle sieben Tuppel, bestehend aus einer Zustandsmenge, einem Eingabealphabet, einem Bandalphabet. Hier wird jetzt unterschieden zwischen Eingabealphabet und Bandalphabet, weil, und das ist natürlich jetzt neu, die Turing-Maschine kann nicht nur wie die ganzen Automaten das Band lesen, sondern die kann auch auf das Band was Neues draufschreiben. Das heißt, die kann ein Zeichen ersetzen durch ein neues und deswegen haben wir ein Bandalphabet. Das ist praktisch das, was die Maschine schreiben kann. Und das Eingabealphabet muss eine Teilmenge von dem Bandalphabet, also Lambda hier, das Bandalphabet, und Sigma muss eine Teilmenge von Lambda sein. Dann haben wir eine Zustandsübergangsfunktion Delta, die bildet ab Zustand und gelesenes Zeichen auf einen neuen Zustand, ein geschriebenes Zeichen und eine Bewegung unserer Maschine, nämlich Bewegung nach links oder Bewegung nach rechts. Auch hier sieht man sofort, interessant, im Unterschied zu den Automaten, ein endlicher Automat oder auch ein Kellerautomat, der bewegt sich kontinuierlich von links nach rechts und wenn er am Ende angekommen ist, dann ist vorbei. Die Turing-Maschine, die kann beliebig oft vor und zurück. Das macht natürlich einen großen Unterschied. Erstens und zweitens kann sie den Bandinhalt verändern. Ja, das sind die zwei Unterschiede zum endlichen Automaten. Dann haben wir einen Startzustand, dann gibt es noch ein Blank-Symbol, explizit, weil die Turing-Maschine nämlich auch wieder Blanks draufschreiben kann auf das Band. Und eine Menge von Endzuständen. Okay, gut. Und jetzt schauen wir es uns hier gerade mal an, auf dieser Folie. Also, was macht, dieses Bild sieht genauso aus wie beim endlichen Automaten. Wir haben ein beidseitig unendliches Band. Auf diesem Band steht am Anfang eine Zeichenkette drauf. Und nach links können wir uns jetzt vorstellen, sind auf dem Band unendlich viele Leerzeichen drauf und nach rechts auch.
So. Und die Maschine hat einen internen Zustand, die liest ein Zeichen, dann macht sie ihren Zustandsübergang, schreibt ein Zeichen, zum Beispiel ersetzt sie vielleicht eine 0 durch eine 1, macht eine Kopfbewegung, nämlich nach rechts oder nach links. Oh gut, Zustand wechseln, habe ich schon gesagt. Ja, gut, weiter gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. So, jetzt, wie bei den Automaten auch schon, reden wir über die Konfiguration der Turing-Maschine. Das ist wie bei den Automaten auch. Wir müssen ganz sauber unterscheiden zwischen Zustand und Konfiguration. Der Zustand einer Maschine, das ist dieser interne Zustand. Gehen wir nochmal zurück auf das Bild hier. Das ist dieser interne Zustand. Innen drin, die Maschine hat einen Zustand. Ja? Und der Zustand ist natürlich unabhängig vom Bandinhalt, auf dem auch noch irgendwas draufsteht. Ja? Und unabhängig von der Position. Und das eben Zustand, Position und Bandinhalt. Die drei miteinander stellen die Konfiguration dar. So, jedes Triple, Nü, S, Omega, heißt Konfiguration von der Turing-Maschine. Wobei Nü ist jetzt ein Wort, Omega ist ein Wort und S ist ein Zustand. Ja? So, warum haben wir jetzt zwei Worte? Ja, weil, also ist klar, dass wir den Zustand haben und eigentlich täte es ja ausreichend, den Bandinhalt hinzuschreiben und dann noch die Position, aber wir kriegen die Position dadurch, dass wir quasi, das ist der Bandinhalt, der vor der aktuellen Position ist und das ist der restliche Bandinhalt und die Maschine steht im Zustand S auf dem ersten Zeichen von diesem Wort Omega. Okay, und jetzt, wenn wir das verstanden haben, ist es klar, was hier kommt bei der Übergangsrelation. Bei einer Rechtsbewegung, also wenn die aktuelle Regel so lautet, Delta von S, gelesenes Zeichen Sigma geht über in den neuen Zustand S', geschriebenes Zeichen Sigma' und Rechtsbewegung, ja. Dann, wenn wir vorher in dieser Konfiguration waren, also das hier ist praktisch links vom aktuellen, von der aktuellen Position, wir sind im Zustand S und stehen auf diesem Zeichen Sigma, ja, dann ist diese Regel anwendbar. Ja, und was macht die Regel? Die führt uns in diesen Zustand S' über. Und macht eine Rechtsbewegung und deswegen und schreibt das neue Zeichen Sigma'. Ja gut, und das geschriebene Zeichen Sigma' muss jetzt natürlich links von der aktuellen Position sein und deswegen ist das die neue Konfiguration. Falls wir noch nicht am Wortende angekommen sind, wenn jetzt aber dieses Sigma schon das letzte Zeichen vom Wort war, dann ist ja das Omega leer und das, den Fall haben wir hier. Ja gut, dann stehen wir im Zustand S' auf dem ersten Leerzeichen. Gut. Ja, ist das klar soweit oder gibt es da Fragen an der Stelle? Gut, also wenn nicht, dann können wir das mit der Linksbewegung weglassen, weil das ist genau das gleiche, bloß eben nach links. Ja. Okay, ja, ich glaube, das haben wir eigentlich alles schon gesagt, was da steht, ja. So, hier schauen wir uns jetzt ein Beispiel an. Und zwar, das ist eine ganz simple Turing-Maschine, die gegebenen Eingabewort, das nur aus Einsen besteht, das verlängert die um 1. Die schreibt eine 1 hinten mit dran. Ja. Hier haben wir die Übergangstabelle. Wie bei endlichen Automaten auch. Zustand, gelesenes Zeichen und dann beim Automaten würde hier jetzt
nur ein neuer Zustand oder eine Zustandsmenge stehen. Bei der Turing-Maschine steht hier neuer Zustand, geschriebenes Zeichen und Kopfbewegung. Okay, was macht denn diese Maschine, wenn sie im Zustand S0 ist und eine 1 liest? Dann bleibt sie in S0, lässt die 1 stehen und geht nach rechts. Also das heißt, wenn die Maschine am Anfang auf der ersten 1 von dem Eingabewort steht und da lauter Einsen kommen, dann rattert die einfach über die Einsen drüber, bleibt immer in S0, bis sie hier am Ende angelangt ist. So, ja gut, da wendet sie nochmal die gleiche Regel an und steht jetzt auf dem ersten Leerzeichen. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, was tut die Maschine in S0, Leerzeichen, dann geht sie nach S1, schreibt eine 1 und geht nach links. Das ist genau die Stelle, wo sie die 1 hinten dran hängt. Hier. Das Leerzeichen wird durch eine 1 ersetzt und wir gehen um 1 nach links und stehen auf der vorletzten 1 und sind im neuen Zustand S1. So, jetzt müssen wir schauen, was macht die Maschine in S1 mit Einsen. Ja gut, sie liest eine 1, geht nach links, liest eine 1, geht nach links und schreibt die 1 wieder hin. Also die Maschine rattert jetzt wieder nach links zurück und lässt die Einsen alle stehen. Und wenn sie dann ganz links ist und das erste Leerzeichen sieht, was macht sie dann? S1 und Leerzeichen geht nach S2, Leerzeichen und nach rechts. Steht also dann in S2 auf dem ersten Zeichen und S2 ist der Endzustand. Ja, also auch ganz simple Geschichte. Damit sind Sie jetzt eigentlich Turing-Maschinenprogrammierer. So, ja, klar, wir müssen natürlich jetzt den Begriff der Turing-Berechenbarkeit definieren und der wird natürlich im Folgenden ganz wichtig sein. Aber die Definition ist auch wieder ganz analog, wie wir es bei den Automaten auch schon hatten. Also, ja, interessant ist jetzt, also sei f eine beliebige partielle Funktion über Wörtern aus unserem Eingabealphabet Sigma. Deswegen f von Sigma Stern nach Sigma Stern gegeben. Eine beliebige partielle Funktion. Ja. F heißt Turing berechenbar, falls eine Turing-Maschine mit folgenden Eigenschaften existiert. Nämlich, die Turing-Maschine terminiert unter der Eingabe von Omega genau dann in einem Endzustand, wenn F für dieses Wort definiert ist. Also, oder anders gesagt, wenn F nicht undefiniert ist. Ja? Genau. Also auf dem praktisch gesamten Definitionsbereich muss die Turing-Maschine terminieren. So, und wenn sie dann terminiert, dann hat sie nämlich genau von dem Eingabewort Omega den Funktionswert berechnet. Es dürfen hinter dem Wort natürlich noch beliebig viele Leerzeichen stehen. Die stören nicht. Ja? Und sie muss im Endzustand sein und links von dem Wort dürfen auch beliebig viele Leerzeichen stehen. So. Ja, genau. Jetzt sollte man noch bemerken, es kann auch passieren, dass die Turing-Maschine terminiert, aber keinen Endzustand erreicht. Also die bleibt irgendwo stehen, ist aber nicht in einem Endzustand. Ja? Wenn wir das hier anschauen, heißt es ja, dass diese Turing-Maschine eben nicht den Funktionswert berechnet hat, ja, weil sie nicht im Endzustand ist. Ja. Das heißt,
der Funktionswert ist undefiniert. Ja? Definiert ist der Funktionswert nur, wenn das hier zutrifft, wenn die Turing-Maschine terminiert, und zwar genau in so einer Konfiguration. So, also das kann passieren, die hält an und ist in keinem Endzustand und sie kann in eine Endlosschleife geraten. Und Endlosschleifen sind zum einen unangenehm, zum anderen aber ganz einfach zu programmieren. Ich schreibe Ihnen jetzt mal kurz die einfachste Endlosschleifen-Turing-Maschine hier an die Tafel. Und zwar Delta von S0, nehmen wir ein leeres Band, Komma Leerzeichen, schreiben wir das sauber, ist gleich S0, 1, rechts. So. Wenn ich diese Maschine auf einem leeren Band starte, auf dem nur Leerzeichen stehen, was macht die? Die schreibt das Band voll mit Einsen. Und zwar unendlich weit. Also das ist so ungefähr wie ein Programm while true und sonst gar nichts. Ja. Okay, so, jetzt kommen noch ein paar weitere Beispiele. Ich glaube, wir werden auch gleich nochmal eine Endlosschleifen-Turing-Maschine sehen, die aber nicht ganz so einfach ist wie die. Ach ja, das ist sie ja schon. Ja, ja. Genau, eine nicht terminierende Turing-Maschine. Sie berechnet die an allen Stellen undefinierte Funktion. So. Ja, schauen wir an, was die tut. Wenn sie in S0 ist und eine 1 liest, schreibt sie eine 1 und geht nach rechts und wechselt in den Zustand S1. Wenn sie in S1 ist und eine 1 liest, dann schreibt sie wieder eine 1, geht nach links und wechselt in S0. Dann ist sie wieder in S0, liest diese 1, schreibt sie wieder hin und geht nach rechts. Und Sie sehen das, was die Maschine tut, ist, die wechselt immer hin und her zwischen dem ersten und zweiten Zeichen. Also die hüpft da einfach hin und her. Ja. Das heißt, wenn, ja, und was macht sie denn, wenn sie auf einem Leerzeichen gestartet wird? Das macht sie genauso. Ja? Und tatsächlich ist es bei der Maschine sogar egal, was da steht, Leerzeichen oder Einsen oder was. Die springt einfach links und rechts hin und her. Okay. So, ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen drüber reden, wie wir denn jetzt Zahlen kodieren. Ja? Weil uns interessieren natürlich insbesondere Turing-Maschinen, die auf natürlichen Zahlen arbeiten. Ja? Und ich meine, klar, wir können Zahlen binär kodieren. Dann braucht man natürlich in irgendeiner Form eine Konvention, wie wir zwei Zahlen voneinander trennen. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Zahl 100 binär kodiert und dann eine zweite Zahl 11 und dazwischen ein Trennzeichen. Das muss natürlich dann jetzt ein anderes Zeichen sein. Wenn wir nur Binärcode, also nur Einsen und Nullen erlauben, dann geht es so natürlich nicht. Wie könnte man es dann machen? Eine bestimmte Länge festlegen. Genau. So wie es unsere Computer eben haben. Ja? Ich meine, da haben wir eben eine bestimmte Wortlänge, 32-Bit oder 64-Bit. Und wir wissen, nach diesen 64-Bit kommt das nächste Wort. Ja? Dadurch, dass die Länge festgelegt ist, haben wir die Konvention und wir brauchen kein weiteres Zeichen. Aber
Das ist natürlich nicht so toll, dass wir die Wortlänge festlegen, weil so ein Rechner, der kann dann erst einmal arithmetische Operationen nur auf maximal 64-Bit-Zahlen durchführen. Und wenn die Zahl größer wird als 64-Bit, dann geht es halt nicht mehr. So, das gefällt uns natürlich nicht. Wir wollen, dass unsere Turing-Maschinen beliebig große Zahlen verarbeiten können. Und deswegen brauchen wir hier ein Trennzeichen, wenn wir binär kodieren. Eine andere Alternative, bei der wir mit Nullen und Einsen locker auskommen, ist die unäre Kodierung. Das heißt, die Zahl 4 wird halt durch 4 Einsen kodiert und die Zahl 3 durch 3 Einsen. Und Addition ist da übrigens relativ einfach. Wir müssen nur diese trennende Null hier rauslöschen und dann haben wir die Summe berechnet. Ja. Aber der große Nachteil von der Kodierung ist natürlich, dass wir viel Speicherplatz brauchen. Also viel Speicherplatz im Vergleich zur binären Kodierung. Ja. So. Ja, und was gibt es für Kommentare? Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass man, wenn man 2 Bits verwendet, um eine einzige 1 oder 0 zu speichern, dann kann man da so eine Kodierung machen, die zum Beispiel 1,0 bedeutet 1 und 0,1 bedeutet 0. Und wenn man 1,1 hat, ist es dann ein Trennzeichen, dann hat man noch ein 0,0 frei für irgendwas anderes. Stimmt. Das kann man auch machen, ja, genau. Also wenn man immer 2 Bit verwendet, um 1 Bit zu speichern. Ja, ist richtig, genau. Mhm. Absolut, ja. Und dann, ja, dann können wir auch beliebig große Zahlen speichern, ist richtig, ja. Allerdings kostet uns das halt einen Faktor 2 an Speicherplatz. Ja, aber ist natürlich viel besser als die unäre Kodierung, weil das ist nur ein konstanter Faktor und bei der unären Kodierung braucht man nämlich exponentiell mehr Speicherplatz als bei der binären Kodierung. Okay, gut, also, und da gibt es natürlich unendlich viele andere Möglichkeiten, Zahlen zu kodieren. Es geht hier eigentlich nur darum zu zeigen, dass wir in der Lage sind, auf unserem unendlich langen Band beliebig große Zahlen zu kodieren und auch viele Zahlen nebeneinander aufs Band zu schreiben. Ja. Gut, so, was haben wir da noch ein Beispiel? Das ist eine Maschine. Moment, das haben wir doch schon. Die haben wir doch gerade gehabt, die Maschine, die eine 1 hinten dran schreibt, oder? Ja. Ah ja, genau. Also die wir gerade hatten, die 1 hinten dran schreibt, die realisiert die Nachfolgerfunktion und die Vorgängerfunktion, das schauen wir gar nicht im Detail an. Das heißt, eine 1 rauszulöschen, können wir natürlich analog ganz einfach realisieren. Und die Addition, wenn wir jetzt unsere Operanden unär kodieren, mit einer separierenden 0, ist das ja auch trivial. Ja? Also wir hatten doch gerade hier so ein, hier, genau, schauen wir doch gerade das Beispiel an. Wenn wir hier jetzt die beiden Zahlen addieren wollen, man könnte jetzt meinen, naja, wir fahren bis hierhin und dann verschieben wir alles um 1 nach links, aber das müssen wir gar nicht tun. Es genügt völlig, wenn wir diese 0 hier durch eine 1 überschreiben, ans Ende fahren und die letzte 1 weglöschen. Und damit ist die Addition realisiert bei unärer Kodierung. Halt, sorry, wo waren wir gerade? Hier. Ja, genau, da waren wir bei der Addition. Ja? Genau. Dann können wir auch noch eine Move-Turing-Maschine definieren, die das Eingabewort um 1 nach rechts verschiebt und die beliebig oft anwenden. Dann können wir das Eingabewort beliebig verschieben. Okay, und wir können natürlich jetzt Turing-Maschinen bauen für alles Mögliche. So, jetzt
Uns interessieren die Turing-Maschinen ja eher aus theoretischen Überlegungen heraus. Und deswegen überlegen wir uns jetzt, wenn wir jetzt so Turing-Maschinen real bauen wollten, weil das Turing-Maschinen-Modell ist ja auf dieser endlichen Welt nicht realisierbar, weil es gibt nirgends ein unendliches Band auf dieser Welt. Ja. Jetzt beschränken wir die Turing-Maschine. Und zwar, also dieses unendliche Band beschränken wir. Erst einmal nur auf einer Seite, also am rechten Ende oder am linken Ende. Ja. Genau, also wir erlauben jetzt dem Schreiblesekopf nicht mehr, dass er sich zum Beispiel über das linke Bandende hinaus bewegt. Ja? So. Ja. Und die können wir auch simulieren durch unser ganz normales Maschinenmodell, indem wir ein besonderes Zeichen vorgeben, das auf das Band draufschreiben und die Maschine darf halt über das Zeichen nicht hinausfahren. Ja? Genau. So, und das ist jetzt wichtig, diese Aussage. Die einseitig beschränkten Turing-Maschinen, also klar, wir können durch die normale Turing-Maschine die einseitig beschränkte simulieren. Das ist trivial durch diese Zusatzregel. Aber andersrum, das ist nicht ganz so trivial, wir können mit einer einseitig beschränkten Turing-Maschine auch jede normale Turing-Maschine simulieren. Und zwar, wie machen wir das? Ja, hier steht's, wenn wir das Bandende erreichen, dann wird der gesamte Bandinhalt, also wenn jetzt links die Maschine beschränkt ist, wenn wir da ans Bandende anstoßen und wir bräuchten noch ein Zeichen mehr, dann tun wir halt erst einmal den gesamten Bandinhalt um eins nach rechts verschieben und dann haben wir wieder ein Zeichen frei. Ja? Und wenn es dann wieder anstößt, verschieben wir wieder den Bandinhalt nach rechts. Dass wir das verschieben können, haben wir ja gerade gesehen in Form von dieser Move-Maschine. Also einseitig beschränkte Turing-Maschinen sind kein Problem. Ist ja auch intuitiv klar. Wir haben ja unendlich viel Platz nach rechts, also müssen wir bloß unser Zeug weit genug nach rechts verschieben und dann haben wir immer genug Platz. Okay, also sind Turing-Maschinen und einseitig beschränkte Turing-Maschinen gleichmächtig. So, jetzt beschränken wir die Turing-Maschine in beide Richtungen, nach links und nach rechts. Das sind die sogenannten linear beschränkten Turing-Maschinen. So. Und zwar, was heißt das jetzt genau, linear beschränkte Turing-Maschinen? Die besitzen nur so viele Felder, wie für die Kodierung der Eingabesequenz notwendig sind. Es ist klar, so viel Platz muss die Maschine haben, sonst kann sie gar nichts Vernünftiges tun. Also die Eingabe müssen wir draufschreiben. Also die Turing-Maschine hat immer mindestens so viel Platz, wie die Eingabe groß ist, beziehungsweise ein endliches, konstantes Vielfaches davon. Aber konstant. Also so eine linear beschränkte Turing-Maschine, die darf zum Beispiel 7-mal so viele Bandfelder haben, wie die Eingabe lang ist. Ja? Aber nicht zum Beispiel das Quadrat der Eingabelänge. Das darf sie nicht mehr. So, okay. Sie darf sich außerdem nicht über die Eingabesequenz hinaus bewegen und keine Ausgabe produzieren, die länger ist als die Eingabe. Okay, also, das sind die linear beschränkten Turing-Maschinen. Ja, und da ist die Antwort ganz einfach, die sind schwächer. Das ist auch nicht weiter erstaunlich. Ja. Also das heißt, Turing-Maschinen sind tatsächlich mächtiger als linear beschränkte Turing-Maschinen. Oder anders gesagt, wenn wir halt einen Speicher endlicher Größe haben, dann sind wir berechnungsschwächer als mit unendlichem Speicher. So, was bedeutet das jetzt für die praktische Informatik? Das hat dann keine Bedeutung, wenn mein Band lang genug ist. Ich kann ja auch mit einem endlichen Band alles berechnen, solange ich nicht an die Grenzen von dem Band stoße. Das heißt, solange meine Eingabe klein genug ist, hat das überhaupt keine Konsequenz. Aber irgendwann für entsprechend große Eingaben wird es halt kritisch.
Ja, gut. So, jetzt gehen wir her und tun unsere Turing-Maschinen erweitern. Wir vergrößern sie, machen sie mächtiger. Oder ja, ob sie mächtiger werden, das werden wir gleich sehen. Und zwar, wir erlauben jetzt mehrere Bänder, zum Beispiel drei Bänder parallel. Nicht mehrere Bänder, sondern nur mehrere Spuren. Also unser Band hat jetzt drei Spuren. Und die Maschine steht jetzt zu jedem Zeitpunkt an einer Position und kann dann den Inhalt von allen drei Spuren gleichzeitig lesen. Lesen und gleichzeitig schreiben. So, und solche Mehrspur-Turing-Maschinen, die lassen sich mit einer konventionellen Turing-Maschine simulieren. Ja? Und zwar, also wenn wir jetzt so eine Mehrspur-Turing-Maschine gegeben haben mit dem mit dem Alphabet 1,0 und mit dem Bandalphabet 1,0 Leerzeichen, dann können wir jetzt durch folgende Konstruktion mit einer ganz normalen Turing-Maschine die hier simulieren. Und zwar, wir müssen eigentlich nur unser Eingabealphabet und unser Bandalphabet ändern. Und zwar als Eingabealphabet nehmen wir jetzt nicht mehr die Menge 1,0, sondern die Menge 1,0 hoch 3. Das heißt, alle Vektoren der Länge 3 bestehend aus Bits. Ja? Und als Bandalphabet genauso. Auch alle Vektoren der Länge 3. Und jetzt ist praktisch ein Zeichen auf meinem Band, ist eben 1,0,1 zum Beispiel, entsprechend dem hier. Ja? Jetzt werden Sie sagen, naja, aber das ist ja Betrug, das ist ja nur das, was da steht, ein bisschen anders hingeschrieben, da diesen Vektor übereinander geschrieben. Also wenn Sie das stört, dann schauen Sie 1,0 hoch 3, also mit drei Spuren, wie viele Vektoren, also binäre Bitvektoren, der Länge 3 gibt es? 8 Stück. Das heißt, wir müssen hier nicht den Vektor hinschreiben, sondern wir können jetzt natürlich sagen, Sigma ist die Menge der Zahlen 1 bis 8 ja? oder 0 bis 7. Und dann steht halt hier, wenn da 1,0,1 steht, was ist denn 1,0,1 umgerechnet in Dezimalzahlen? 5, genau. Dann würde hier halt 5 stehen. Ja? Und da würde 2 stehen. Ja? Und so weiter. Und dann haben wir da keinen Vektor mehr stehen und es ist tatsächlich eine ganz einfache Einbandmaschine, Einspurmaschine. Ja. Okay, soweit klar? Können wir theoretisch 32 Bänder machen, dann hätten wir einen Integer. Dann haben wir einen Integer, dann haben wir quasi eine 32-Bit-Maschine, wenn man so will. Ja. Ja. Kein Problem. Die Bänder unterschiedlich bewegen können. Das kommt jetzt. Also das, hier, deswegen heißt es mehr Spur-Turing-Maschine. Jetzt kommt die Mehr-Band-Maschine. So, Mehr-Band-Turing-Maschinen. Und die können wir uns jetzt so vorstellen, also für zwei Bänder hier im Beispiel. Wir haben das erste Band und da das zweite Band. Und jetzt unser Schreiblesekopf steht im ersten Band an der Stelle und am zweiten Band vielleicht an der. Aber also die müssen nicht nebeneinander sein. Der kann jetzt am zweiten Band irgendwo da hinten stehen und am ersten hier. Ja? Oder, wie Sie es gerade gesagt haben, man kann sich natürlich auch vorstellen, quasi ich bewege das Band, an das untere Band anders als das obere, es kommt das gleiche raus. Okay, also K-Bänder und K-Schreibleseköpfe. Für jedes Band einen eigenen Schreiblesekopf. Ja?
So, und bei der die Übergangsfunktion Delta, also wir gehen dann vom Zustand S1 und dann eben K gelesene Zeichen bei K-Bändern über in einen neuen Zustand, schreiben K-Zeichen und machen jetzt K-Bewegungen. Für jeden Schreiblesekopf eine eigene Bewegung. Das ist der Unterschied. So. Ja, und jetzt kommt natürlich wieder die Frage, lässt sich diese Mehrband-Turing-Maschine durch eine Einband-Turing-Maschine simulieren? Wie heißt die Antwort? Die Antwort lautet ja. Und zwar, also wir haben ja gerade schon gezeigt, dass die Mehrspur-Turing-Maschine gleich mächtig ist wie die ganz normale Einspur-Turing-Maschine. Also können wir ja unsere Mehrband-Turing-Maschine durch eine Mehrspur-Turing-Maschine simulieren. Und das machen wir auch. Ja. Und zwar, wir gehen jetzt her und tun jedes einzelne Band durch zwei Spuren ersetzen. Ja? Also wenn wir vorhin das erste Band hatten, dann ersetzen wir das erste Band durch eine Spur, auf der der ganz normale Bandinhalt steht, und eine weitere Spur, in der wir einen Pfeil machen an der Stelle, wo der Schreiblesekopf gerade steht. Das ist praktisch die Positionsmarkierung von meinem Schreiblesekopf für das erste Band. Für das zweite Band generieren wir wieder zwei Spuren. Auf der ersten steht der Bandinhalt und auf der zweiten steht die Position von dem Schreiblesekopf für das zweite Band. So. Naja, und unsere Turing-Maschine, die hat natürlich nur einen Schreiblesekopf. Das heißt, die muss jetzt um so einen komplexen Zustandsübergang zu machen, muss die natürlich jetzt erst einmal schaut die auf dem ersten Band, was steht da. Und dann schaut sie auf dem zweiten Band und so weiter. Also was hat sie für Zeichen gelesen? Damit ist die linke Seite gematcht. Dann macht sie den Zustandsübergang. Das heißt, dann muss sie auf dem ersten Band an der Stelle, wo die Pfeilmarkierung ist, ein neues Zeichen schreiben, dann muss sie auf dem zweiten Band, das heißt hier auf der vierten Spur, muss sie natürlich wieder im Prinzip alles absuchen. Also das kostet schon Arbeit. Die Maschine muss jetzt, wenn sie hier war, dann muss sie auf der vierten Spur, muss sie so lang nach rechts fahren, bis sie hier den Zeiger gefunden hat. Ja? Und dann tut sie hier die Ersetzung machen. Und den Zeiger außerdem bewegen, ja? Weil die Regel hat ja gesagt, nach rechts oder nach links. Und wenn sie das gemacht hat, dann geht sie auf, also für das dritte Band, das wäre dann die sechste Spur und sucht da den Pfeil und so weiter. Aber ist kein Problem, das können wir machen. Ist natürlich anstrengend, kostet viel mehr Rechenzeit. Aber das Thema Rechenzeit interessiert uns bis jetzt noch nicht. Ja. Momentan interessiert uns nur diese binäre Frage, also die Frage, berechenbar oder nicht. Also kann die normale Turing-Maschine alle Probleme berechnen, die eine Mehrband-Turing-Maschine berechnen kann? In welcher Zeit, ist mir egal. Wichtig ist nur, geht das, was die Mehrband-Turing-Maschine in endlicher Zeit berechnen kann, auch auf der Einband-Turing-Maschine in endlicher Zeit? Und die Frage haben wir mit dieser Konstruktion hier beantwortet. Es ist ganz klar, wenn die Mehrband-Turing-Maschine ein Problem in endlicher Zeit lösen kann, dann kann es die Einband-Turing-Maschine auch. Kostet zwar ein Vielfaches an Rechenzeit im Worst Case, aber das ist ja egal. Das interessiert uns noch nicht. Ja? Wir werden dann im Kapitel Komplexität, da werden wir quasi wieder zurückkommen
und uns die Rechenzeit genau anschauen. Momentan geht es um das Thema Berechenbarkeit. Also können wir ein Problem in endlicher Zeit berechnen? Oder anders gesagt, welche Probleme können wir berechnen mit welcher Maschine und welche können wir nicht berechnen mit welcher Maschine? Also wir loten quasi jetzt die Grenzen der unsere Informatikwelt aus. Ja. Wir schauen uns alle Aufgaben an, die wir von Computern berechnen lassen wollen und ziehen da einen Zaun durch diese Welt und teilen die Welt auf in die Menge der Probleme, die wir mit einer Turing-Maschine in endlicher Zeit berechnen können. Und in alle anderen, die wir eben nicht berechnen können. Und das ist natürlich wichtig. Das ist wichtig für uns Informatiker. Interessante Fragen. Gibt es, zum Beispiel die Frage, das ist eben dieses Entscheidungsproblem von dem Hilbert. Gibt es praktisch relevante Probleme, die eine Turing-Maschine gar nicht berechnen kann? Also die eine Turing-Maschine nicht in endlicher Zeit lösen kann? Okay, ja, also das war jetzt schon mal ganz interessant. Mehr Spur-Turing-Maschinen bringen nichts Neues. Mehr Band-Turing-Maschinen bringen auch nichts Neues bezüglich Berechenbarkeit. Okay, genau, hier vielleicht nochmal den Satz formuliert. Eine mehr Spur-Turing-Maschine mit 2K-Spuren kann jede K-Band-Turing-Maschine simulieren. Folglich sind beide Modelle gleich mächtig. Und folglich, wegen dem Satz davor, sind alle drei Modelle gleich mächtig, nämlich normale Turing-Maschinen, Mehrspur- und Mehrbandmaschinen. Okay, so, Maschinenkomposition, also jetzt machen wir ein bisschen Software-Engineering für Turing-Maschinen. Also wie können wir jetzt quasi Turing-Maschinen aus einfachen Turing-Maschinen komplexere aufbauen? Ja? Zum Beispiel können wir eine Additions-Turing-Maschine bauen aus drei einfachen. Also wir haben ja gesehen, also wenn man diese unäre Additionsmaschine, ja, die läuft über den ersten Block 1 drüber und ersetzt die erste 0 durch eine 1. Das ist die Replace-Maschine. Genau. Dann kommt die Erase-Maschine. Die läuft über den zweiten Block, A-Block 1 drüber und löscht dann die letzte 1. Und dann kommt eine Rewind-Maschine, die läuft über das ganze Zeug nach links und bleibt beim ersten Zeichen wieder stehen. Und diese drei hintereinander geschaltet, also die Komposition von diesen drei Turing-Maschinen, ist dann die Additionsmaschine. Ja. Okay, hier haben wir die Turing-Maschinen-Tabellen dafür. Da will ich jetzt nicht im Detail das genau anschauen. Oder müssen wir da irgendwas jetzt angucken? Ja, vielleicht schauen wir mal, wie wir diese beiden miteinander verbinden. Replace-Maschine und die Erase-Maschine. Also das ist die Replace-Maschine mit dem Endzustand S1. Und weil S1 der Endzustand ist, gibt es hier keine Regeln mehr dafür. Ja? So, und wie verbinden wir die jetzt mit der Erase-Maschine? Ja, das sehen wir jetzt hier. Also das ist die erste Zeile von der Replace-Maschine, unverändert übernommen. Und das ist jetzt der Übergang, Moment, halt, ja, genau, der Übergang von der Replace-Maschine auf die Erase-Maschine, nämlich im Zustand S1. Wenn ich eine 1 lese, gehe ich nach S2. Das ist der erste Zustand von der Erase-Maschine. Lass die 1 stehen und mache keine Bewegung. Das sage ich gleich noch was dazu. Genau das gleiche für eine gelesene 0 und für ein gelesenes Leerzeichen auch. Also Sie sehen, diese Zeile, das ist so eine ganz billige Dummy-Zeile oder Auffüllzeile, in der wir nichts tun und nur vom Endzustand der Vorgängermaschine in den Startzustand der nächsten Maschine wechseln. So, jetzt ist natürlich in unserer Maschinendefinition gab es ja sowas gar nicht, diese Nichtbewegung. Ja, das ist ja quasi dieser Kreis soll heißen, wir bleiben stehen an der Stelle, wo wir waren.
verstärkt es jetzt unser Maschinenmodell. Okay, ich kann es ja weglassen. Oder? Was weglassen? Die ganze Zelle. Wenn die Zelle eh nichts macht. Nein, das können wir nicht. Muss ich irgendwie übergehen. Wir müssen ja, diese Erase-Maschine hat ja andere Zustände. Wir können ja nicht jetzt im Zustand S0 da weitermachen. Ach so, jetzt, okay, ja. Ja? Gut, ich meine, wir könnten jetzt hergehen und hier diesen Zustand S1 umbenennen in S1, dann könnte man die Zeile weglassen. Ja? Ich habe gedacht, die Maschine ist eine komplett neue, wo man dann wieder eigene Übergangszustände definieren kann. Welche Maschine? Die hier, die Add-Maschine? Ja. Das ist sie auch. Ja, aus den Linken zusammengesetzt. Ja, die wird zusammengesetzt aus den Dreien. Ja. Genau. Ich habe halt gedacht, die Rechte kann man direkt eigentlich mit das S2, wo links ist, kann man ja dann S1 nennen. Ja, genau. Klar, das stimmt. Das ist das, was ich auch gerade gesagt habe. Das könnte man machen und dann würde man sich hier ein paar Zeilen sparen. Ja, absolut. Aber nochmal die Frage, wie ist denn das, wenn ich jetzt diese dritte Operation einführe? Sind, unabhängig davon jetzt, sind Turing-Maschinen, die links, rechts und nicht Bewegung haben, mächtiger als Turing-Maschinen nur mit links und rechts Bewegung? Wie beantwortet man die Frage? Was überlegt man sich da? Wenn man das nicht bewegen und mit den anderen beiden Bewegungen machen kann. Genau, einfach rechts, so ist rechts, es. Eins nach links geht. So ist es, genau, ganz genau. Ich gehe nach rechts und dann wieder nach links, ohne irgendwas zu tun dazwischen, also ohne was zu verändern, und dann habe ich natürlich das Gleiche erreicht. Ja? Ganz genau. Das kostet mich eventuell einen Zustand mehr, aber ja, okay, also wir dürfen beliebig viele Zustände verwenden. Gut, also Maschinenkomposition. Gut, hier wird jetzt das, was wir gerade eben gemacht haben, allgemein nochmal beschrieben, was man da machen muss. Die Zustandsmengen müssen paarweise disjunkt sein. Endzustände dürfen keine weiteren Übergänge erlauben. Wenn wir das haben, dann können wir die Maschinen entsprechend zusammensetzen. Ich will das gerade jetzt weglassen. Das sind eigentlich bloß formale Details, die wir nicht unbedingt brauchen. Okay, so. Ja. Jetzt sollte man aber Schluss machen. Oder wie? Moment mal, nee, wie war jetzt das? Wann haben wir denn angefangen? Wir haben um 12. Nee, und wir haben gesagt, wir machen bis um 13:30 und dann machen wir Pause bis 14:45, oder? Wegen uns, ja. Wenn du zum Essen musst, dann können wir jetzt auch. Nö, ich habe kein Problem, um 13:30 essen zu gehen. Ja? Genau, okay, also dann machen wir weiter. Ja, und zwar reden wir jetzt über universelle Turing-Maschinen. Ja, was ist der Unterschied zwischen der normalen Turing-Maschine und der universellen Turing-Maschine? Unsere bisherigen Turing-Maschinen, die wir bis jetzt betrachtet haben, die wären für uns, wie soll ich sagen, für uns Softwareinformatiker gar nicht schön. Weil das wäre quasi die Vorstellung, wenn ich jetzt einen Sortieralgorithmus programmieren will, ja, das Programmieren würde darin bestehen, ich baue mir einen Computer, der nur sortieren kann. Ja? Ich habe dann eine Maschine, die nur sortieren kann. Das ist unser Maschinenmodell. Ja? Und das ist natürlich nicht so toll. Oder andersrum, das Tolle an unseren heutigen Computern ist ja das ist Ihnen wahrscheinlich gar nicht bewusst, weil Sie noch gar nie einen nicht universellen Computer gesehen haben. Aber in der Anfangszeit der Rechner wurden Computer gebaut. Da gab es eine riesige Maschine, so groß wie dieser Raum, die nichts anderes konnte als Integrale berechnen. Diese ganze Maschine konnte nur Integrale berechnen, konnte aber nicht sortieren und nicht addieren oder was weiß ich, ja, addieren vermutlich schon, weil man das beim Integrieren braucht, aber alles andere konnte die Maschine eben nicht. Und heute, unsere von Neumann-Rechner sind universelle Rechner.
Das heißt, diese Hardware, die kann alle Funktionen berechnen, die Turing berechenbar sind. Und die Berechnungsvorschrift, die wird jetzt als Code in Form des Programmcodes mit eingegeben. Und genau das machen wir jetzt bei den Turing-Maschinen. So. Bisher war ja quasi die Intelligenz in unserem Kasten hier drin versteckt. Ja? Also die Zustandsübergangsregeln, die sind quasi in dem Kasten, in der Hardware von unserer Maschine versteckt gewesen. Das wollen wir jetzt nicht mehr haben. Wir wollen jetzt eine universelle Turing-Maschine haben, die jedes Turing-Maschinenprogramm ausführen kann. Das heißt, diese Maschine, die braucht jetzt eine Möglichkeit, dass wir auch noch das Programm auf das Band draufschreiben können. So, also das war jetzt quasi die klassische Turing-Maschine. Also ja, wobei wir hier jetzt schon zwei Bänder haben, aber das ist ja kein Problem, weil das macht die Maschine nicht mächtiger. Wir haben ein Eingabeband und am Ende steht der berechnete Wert auf dem Ausgabeband. Aber unsere zu berechnende Funktion ist hier drin kodiert. Die universelle Turing-Maschine, da schreiben wir jetzt aufs Eingabeband den Code, den Programmcode mit drauf. Ja? Da steht der Input, das Eingabewort Omega steht drauf und außerdem unser Programmcode. Also unsere Zustandsübergangsregeln werden kodiert aufs Eingabeband mit draufgeschrieben. Und das, ich meine, das ist für Sie ja nichts Neues mehr. Auf unseren Rechnern steht im Hauptspeicher, steht natürlich der Input für unser Programm und der Programmcode selber steht da auch mit drauf. Ja? So, das ist dann das Modell der universellen Turing-Maschine. So, und dazu müssen wir natürlich jetzt irgendwie in der Lage sein, unsere Turing-Maschine T zu kodieren. Wir müssen die aufs Band draufschreiben. Ja? Und die Turing-Maschine, was ist das nochmal? Die Turing-Maschine ist dieses Siebentupel, bestehend aus Eingabealphabet, Bandalphabet, Startzustand, Übergangsfunktion und so weiter. Genau dieses Siebentupel, das müssen wir jetzt kodieren, um es aufs Band zu schreiben. Ja? Ja. Okay, aber bevor wir das tun, kurze Definition. Eine Turing-Maschine U, die eine beliebige andere Maschine T simulieren kann, heißt universell. Ja? Also wir suchen jetzt nach einer Turing-Maschine, die jede beliebige andere Maschine simulieren kann. Und als Eingabe nimmt U eben die Beschreibung dieser Maschine T in kodierter Form, so wie das Eingabewort für die Maschine T entgegen. Und die Ausgabe von U am Ende wird natürlich dann die Ausgabe von T sein. Einem Computer sehr ähnlich, habe ich schon gesagt. So, und wie können wir jetzt diese universelle Maschine konstruieren? Ja? Also, wir brauchen ein Verfahren, um dieses Siebentupel von der Maschine T zu kodieren. Ja? Und damit wir es uns jetzt ein bisschen einfacher machen, machen wir ein paar Einschränkungen. Erstens, wir erlauben als Bandsymbole nur 0, 1 und Leerzeichen, also binäre Kodierung. Der Startzustand, der heißt immer S1 und der Endzustand, und zwar der einzige Endzustand, das heißt, wir erlauben jetzt nur noch Maschinen mit einem Endzustand. Das ist keine weitere Einschränkung. Können Sie sich schnell überlegen, wie man eine beliebige Turing-Maschine mit vielen Endzuständen umbaut in eine mit einem Endzustand. Okay, so, wenn wir das nämlich jetzt alles so festlegen, dann machen wir uns das Leben nämlich einfacher. Weil dann müssen wir
Was müssen wir denn dann? Dann müssen wir das Band, das Eingabealphabet nicht mehr kodieren. Wir müssen das Bandalphabet auch nicht mehr kodieren, weil das immer festgelegt ist. Wir müssen den Startzustand nicht mehr kodieren und die Menge der Endzustände auch nicht und das Blank-Symbol auch nicht. Ja, genau. Und die anderen Zustände, die müssen wir eigentlich auch nicht mehr kodieren, weil die können wir dann einfach laufend durchnummerieren. Okay, ja, gut. Dann schauen wir uns jetzt als Beispiel die Gödelisierung. Ah ja, übrigens, Gödelisierung. Der Begriff sagt Ihnen noch nichts, oder? Ach, das haben wir schon gehabt. Wo haben wir denn das gehabt? Bei den Automaten irgendwo haben wir es gehabt, gell? Ach so, ja, also. Der Herr Gödel hat eben mehr gemacht, als nur den Vollständigkeitssatz zu überweisen. Ja? Also daher kennen wir den Gödel. Der Gödel war dieser berühmte Logiker, der sich eben Gedanken gemacht hat über die Mächtigkeit der Prädikatenlogik erster Stufe. Ja? Und der hat den Gödelschen Vollständigkeitssatz bewiesen. Vielleicht kurz zur Erinnerung nochmal, was besagt denn der? Jede wahre Formel ist beweisbar, ist die Aussage, kurz gesagt. Ja? Also alles, was semantisch wahr ist, kann ich auch syntaktisch herleiten. Solche Kalküle gibt es für PL1, das hat er bewiesen. Und dann hat er den Gödelschen Unvollständigkeitssatz bewiesen. Und deswegen gehe ich darauf ein, weil da nämlich beim Unvollständigkeitssatz hat er die Gödelisierung erfunden. Der hat es nicht für Turing-Maschinen erfunden, sondern für seinen Unvollständigkeitssatz. Ja? Das habe ich auch kurz erwähnt, glaube ich mal. Und zwar, Gödelisierung war in den 1930er Jahren, als es ja noch keine Computer und Bytes und ASCII-Kodierung und so weiter gab. Für Sie ist das langweilig. Ich meine, wenn ich Sie frage, wie kann ich auf dem Computer eine beliebige Zahl kodieren, dann werden Sie sagen, ja, ist doch klar. Ja? Wobei so ganz klar, so ganz trivial ist es auch nicht, weil der Gödel hat ein Verfahren erfunden, mit dem der beliebig große Zahlen kodieren kann. Und das können wir ja nicht auf unseren Rechnern. Also wir können es schon auch, wenn wir genug Speicher haben und eine gute Kodierung. Aber ein ASCII-Code löst das Problem, oder löst er das? Ja doch, klar, wir können natürlich, wenn wir beliebig Speicher haben, dann können wir der natürlich beliebig lange Zeichenketten hinschreiben. Ja, aber der Gödel hat sich ein Verfahren überlegt, ein mathematisches Verfahren, mit dem der beliebig, und zwar ja nicht nur beliebig große Zahlen, sondern mit dem der beliebige Formeln der Prädikatenlogik erster Stufe als ganze Zahl kodieren kann. Und zwar ein invertierbares Verfahren. Ich muss die Zahl kodieren und muss sie natürlich wieder dekodieren können. Das ist übrigens ganz ähnlich wie unsere Cantorsche Paarungsfunktion, die wir kürzlich hatten, da ging es darum, beliebige Vektoren von Zahlen in einen Kellerspeicher rein zu kodieren. Ja? Diese Cantorsche Paarungsfunktion, die macht nichts anderes, als aus diesem Input-Vektor eine Zahl zu berechnen, und zwar invertierbar. Ja? Und was ganz Ähnliches hat der Gödel damals beim Unvollständigkeitssatz gemacht, und was ganz Ähnliches machen wir hier jetzt auch wieder. Ja? Weil wir wollen ja jetzt eine Turing-Maschine, und das ist ja ähnlich wie eine prädikatenlogische Formel, eine symbolische Beschreibung der Turing-Maschine. Und diese symbolische Beschreibung wollen wir jetzt in eine Zahl reinkodieren. So, das heißt, dieser Satz von Zustandsübergangsregeln soll jetzt als eine einzige Zahl kodiert werden. Und da schauen wir uns an, wie wir das zum Beispiel machen können. So, und zwar erst einmal, für die Zustände, die kodieren wir ganz einfach der Reihe nach. S1, S2, S3,
einfach durch entsprechend viele Einsen. Ja? So, also 3 Einsen steht für den Zustand S3. Dann die 0 kodieren wir als 1 und die 1 kodieren wir als 2 Einsen und das Leerzeichen als 3 Einsen. Wir werden gleich sehen, dass es da keine Konflikte gibt. Dann Linksbewegung mit 1, Rechtsbewegung 1, 1, Klammer auf 0, Komma 0, Klammer zu 0, ist gleich auch 0. So, und jetzt geht es ja darum, so eine Zustandsübergangsregel zu kodieren. Und alle Zustandsübergangsregeln von unserer Turing-Maschine haben genau diese Form. Das heißt, Delta von Zustand, Komma, gelesenes Zeichen, ist gleich, also im Wesentlichen muss man eigentlich nur ein Fünftupel kodieren, nämlich Zustand, gelesenes Zeichen, neuer Zustand, geschriebenes Zeichen, Bewegung. Ja? Wir müssen so ein Fünftupel kodieren. So. Und diese öffnende und schließende Klammer, für die verwenden wir Nullen. Sie sehen, das ist ja wieder eine unäre Kodierung. Ja? Also sprich, wir kodieren alles mit einer gewissen Zahl von Einsen und trennen tun wir das Ganze durch die Nullen im Wesentlichen. Weil Klammer auf, Klammer zu und Komma, das sind die Trennzeichen. Und das ist gleich ist auch ein Trennzeichen. Also, das heißt, diese Regel wird jetzt kodiert, das Delta brauchen wir gar nicht kodieren. Das geht los mit öffnende Klammer, S1, also eine 1. Komma 0, 1 ist 1, 1, Klammer zu, 0 ist gleich 0, Klammer auf 0, S3 macht 3 Einsen, Komma ist 0, 1, 1 ist die 1, Komma 0 und der Pfeil nach rechts ist 1, 1, Klammer zu ist wieder 0. Damit haben wir diese Regel binär kodiert. So. Das heißt, ich meine, wir können, und das ist natürlich invertierbar, wir können das durchlesen und können daraus ohne weiteres diese Regel erzeugen. Und auch wenn wir jetzt 17 Zustände hätten, wenn das S 17 wäre, würden hier halt 17 Einsen am Stück stehen, kein Problem. Die Nullen, die sagen uns, was Sache ist, nämlich Klammer auf, Komma, Klammer zu, ist gleich, Klammer auf, Komma, Komma, Klammer zu. Und damit wissen wir, hier ist die Regel beendet. Und wenn die nächste Regel kommt, dann wird die einfach da hinten dran gehängt. Da haben wir da halt mal 2 Nullen. Das heißt, wir können auch eine ganz einfache Turing-Maschine schreiben, die zum Beispiel die 5. Regel sucht. Die muss dann halt entsprechend oft so ein paar von Nullen suchen. Also bei der 2. Regel wäre es das 1. Paar von Nullen, bei der 5. Regel wäre es das 4. Paar von Nullen und dann geht die 5. Regel los. Ja gut, also damit ist eigentlich, denke ich, alles gesagt, wie wir die Regeln kodieren können. Und die hängen wir einfach binär hintereinander und damit haben wir jetzt eine Gödelisierung der Erase-Maschine erreicht. Also Gödelisierung ist nichts anderes als eine Kodierung symbolischer Ausdrücke. Okay, gut. Ja, genau. Also die ganze Erase-Maschine kriegt dann eben so eine Gödel-Nummer. Also die ganze Folge von Nullen und Einsen hingeschrieben und als natürliche Zahl interpretiert, ist dann eine Zahl, eine Nummer. Ja, natürlich, klar, das sind sehr große Zahlen, aber wir können es als natürliche Zahl hinschreiben. Und diese Abbildung, diese Gödelisierung jetzt als mathematische Abbildung betrachtet, die ist invertierbar, aber es ist keine bijektive Funktion von Regelmengen auf die natürlichen Zahlen. Warum nicht bijektiv? Also die ist injektiv, aber nicht surjektiv. Warum ist die nicht surjektiv?
Naja, nicht surjektiv heißt doch, die trifft nicht alle natürliche Zahlen. Und ich denke, das ist schnell klar. Schauen Sie mal die hier an. Eine Turing-Maschine mit nur einer einzigen Regel, die hat hier eine ganze Menge Einsen drin. Ja? Hier steht, wie ist das, Klammer auf, und dann steht da auf jeden Fall eine 1. Und dann kommen entsprechend viele Stellen, das sind mehr als 10 Stellen. Das heißt, die kleinstmögliche Turing-Maschine hat schon eine natürliche Zahl größer als, weit größer als 1000. Das heißt, für alle Zahlen von 0 bis zu dieser kleinsten Zahl gibt es keine Turing-Maschine für die Zahl. Und damit sind wir natürlich nicht surjektiv. Trotzdem ist die Funktion invertierbar. Invertierbar heißt ja, wenn ich korrekt eine Turing-Maschine kodiert habe, dann kann ich es auch wieder dekodieren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier hinschreibe, 15 Einsen am Stück und sonst gar nichts, da gibt es keine Turing-Maschine dazu. Okay, ja gut, aber dann machen wir an der Stelle jetzt Schluss und machen Mittagspause.